Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Folge Nummer 17. Heute mit dem Titel Vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher, featuring Dirk the Sorcerer Hagedorn. Wie immer mit mir, Michael Sprenger, meinem Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Und heute bei uns der zweite Gast beim Podcast Schwertgeflüster, Dirk Hagedorn. Hallo Dirk. Gentlemen, es ist mir eine Freude. Vielen Dank, dass du uns heute unterstützt mit deinem Fachwissen und ich hoffe unzähligen Geschichten aus der Fechtbuchforschung und aus dem Leben eines Fechtbuchforschers und historischen Fechters. Du bist seit 2003 bei Hammerburg aktiv, hast 2008 dann dein erstes Buch rausgebracht, die Übersetzung der Handschrift 44a8, also mit dem Titel Peter von Danzig. Hast insgesamt 7 Bücher veröffentlicht, das 8. ist im Druck und das 9. und 10. ist in Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist korrekt. Du bist eigentlich Sportfechter, also hast mit Sportfechten angefangen, das 9 Jahre lang gemacht und davon sogar 3 Jahre lang Bühnenfechten gemacht. Naja, was heißt eigentlich? Ne? Wir hatten ja damals nichts, es gab ja nichts. Ich musste ja nehmen, was man kriegte. Wie bist du denn dann zum historischen Fechten gekommen? Oh Gott, das wird ja eine Homestory hier. Jetzt werde ich alle meine Geheimnisse preisgeben. Wie bin ich denn dazu gekommen? Ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich als Kind schon ein kleiner Ritter sein und ging ja nicht, gab's nicht. Ich meine, wie lange ist das her? Ach, das ist viel zu lange her, das darf ich gar nicht sagen. Herrgott, dann habe ich mir halt meine Holzschwerter gebastelt, wie wir alle, und irgendwann kam eine Freundin an und meinte, ey, im Stadtpark in Hamburg, da hauen sich ein paar Bekloppte mit Schwertern und guck dir das doch mal an. Und dann bin ich halt mal zu den Bekloppten hingegangen, die sich da mit Schwertern hauen, und dann bin ich halt gleich hängen geblieben. Warst du damals noch aktiv im Sportfechten? Nee, war ich nicht mehr. Also du hast dann eine Pause nach dem Sportfechten und dann ist deine Liebe zum Rittertum wieder aufgeflammt, als ja, du die das Bekloppten war immer im Stadtpark gesehen hast. Immer so eine On-Off-Geschichte mit dem Sportfechten, mit Umzügen und was weiß ich, da hat man dann hier mal eine Pause gemacht, da mal eine Pause. Von daher waren das nicht 9 Jahre am Stück, sondern 9 Jahre auf diverse Jahre verteilt. Okay. Und dann bist du ja auch gleich diehard ins historische Fechten eingestiegen und hast mit Transkriptionen Quellenkunde angefangen. Oder hast du das schon vorher gemacht? Nee, das habe ich überhaupt nicht vorher gemacht. Das war mir gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Na gut, wem ist das bekannt, der das erste Mal ein Schwert in die Hand nimmt? Aber das war letztendlich genau meins. Wie, ja, da fährt quasi der Geist Lichtenauers in einen hinein, sobald man das erste Mal ein Schwert in der Hand nimmt und sagt, studiere die Quellen, mein Freund. Ja. Naja, ich meine, wie ist denn das? Ich bin ja Gestalter von Haus aus letztendlich, ne? Illustration studiert, und ich wollte ich wollte schon mit 7 Jahren irgendwie ein kleiner Ritter sein, und mit 9 Jahren habe ich mir dann aus Pappe und Blumendraht eine relativ wenig haltbare Rüstung selber gebaut. Und als dann letztendlich die Möglichkeit bestand, echte Schwerter, sich echte Rüstung zu besorgen, dann lagen irgendwann auch die echten Quellen nahe. Wie bist du dazu gekommen? Also woher hattest du die erste echte Quelle? Naja, wie wir alle, ne? Aus dem Internet. Es gab ja schon ein paar Transkriptionen. Wir stehen ja alle letztendlich auf den Schultern von Riesen. Und ich glaube, hier Stefan Dieke und Grzegorz Jabinski hatten schon eine Version von Peter von Danzig ins Netz gestellt, die auf der Freifechter-Website damals rumlungerte. Und die hatte man halt damals so als einzige verfügbare Quelle. Und irgendwann hatte ich dann die Digitalisate. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an die eigentlich gekommen bin. Wahrscheinlich auch auf irgendwelche dunklen
Kanäle. Und dann habe ich mir die angeguckt und was vielleicht noch dazu kommt, wie gesagt, ich sagte, ich bin Gestalter und ich habe aber auch mit 14 Jahren angefangen, Fraktur zu schreiben. Das heißt also, diese alte Schrift, die lag mir immer schon sehr am Herzen und von daher lese ich die einfach, ich möchte mal sagen, sehr fließend. Und als ich dann mir diese Digitalisate angeguckt hatte, habe ich dann auch festgestellt, dass die verfügbare Transkription Optimierungsbedarf hatte. Naja, und dann habe ich halt angefangen und habe meine eigene gemacht. Okay. Das heißt, du konntest schon transkripieren, bevor du überhaupt das erste Fechtbuch in der Hand hattest? Naja, ich meine, wer lesen kann, kann es auch abschreiben. Okay, okay, also du konntest das besser lesen als andere, wolltest du sagen? Ob ich das sagen wollte, weiß ich nicht, aber de facto scheint es ja so, weil okay, häufig ist es ja so, dass ich irgendwelchen Leuten sage, hier, guck mal, hier habe ich eine schöne Quelle, die harrt noch der Transkription nochmal. Und passiert relativ selten. Ich hatte es jetzt nicht ganz mitbekommen. Was war die erste Quelle, die du transkribiert hast? Ich glaube, das war in der Tat Peter von Danzig. Ah ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du die dann hergenommen und von vorne bis hinten einmal übersetzt oder transkribiert und dann übersetzt? Oder wie bist du da reingegangen? Richtig, genau. Hab vorne angefangen, hinten aufgehört. Wie lange hat das gedauert? Lange. 3 Jahre? Okay. 3 Jahre, glaube ich. Dann bist du aber, glaube ich, ein bisschen effizienter geworden in der Zwischenzeit, oder? Ja, ich meine, Herrgott, weil die Transkription, wie gesagt, ist relativ einfach. Wenngleich, ich habe jetzt, weiß ich nicht, der Peter von Danzig ist jetzt ja in gedruckter Form, ist jetzt in der 3. Auflage erschienen und ich finde jedes Mal noch irgendwo eine Macke. Ne? Also man kann gar nicht so gründlich und so gut sein, dass das Ding fehlerfrei ist. Mittlerweile ist es das vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir sprechen uns bei der 4. Auflage wieder. Aber das Transkribieren ist super einfach, sag ich. Wie gesagt, da musst du dich hinsetzen und einfach nur lesen können und abschreiben. Und wenn du nicht allzu zaghaft abschreibst, dann kriegst du das auch zügig hin. Die Übersetzung, die erste, die war furchtbar, weil ich habe mehr oder weniger buchstäblich jedes Wort nachgeschlagen. Okay. Weil irgendwann habe ich spitz gekriegt, dass das Wort schlecht halt nicht einfach, naja, das heißt, was es heute heißt, nämlich nachteilig, ungünstig, halt nicht gut, sondern schlicht und einfach schlicht. Aha. Und das ist mir nicht einmal widerfahren, sondern wiederholt. Und dann habe ich keinem einzigen Wort mehr getraut. Und das hat naturgemäß bei der ersten Übersetzung eine ganze Weile gedauert. Und dann wissen wir ja auch, Peter von Danzig ist die eine Quelle, Jude Lew ist dann relativ ähnlich, Sigmund Ringegg ist auch wieder relativ ähnlich, mit gleichen Worten in nahezu dem identischen Zusammenhang, dann fällt es einem natürlich irgendwann leichter, wenn man das Vokabular schon drauf hat. Okay. Wo schlägt man das denn nach? Also gibt's da Wörterbücher einfach für Mittelhochdeutsch, wo die ganzen Sachen aufgeführt sind, oder braucht man da mehrere Werke als Referenz? Es gibt für jeden Sheet Wörterbücher, ja, ja. Nee, aber ich habe hier, weiß ich nicht, ich muss mich mal umdrehen. Wie viele Wörterbücher habe ich denn da? 1, 2, 3, 4 Wörterbücher. Dann habe ich noch den digitalen Grimm. Also das lohnt sich schon, auch mal hier und da nachzuschlagen, weil nämlich viele Wörterbücher, wie ich dann festgestellt habe, auch beieinander abschreiben. Ah, okay. Ich erinnere mich an einen Fall vor einigen Jahren, als die Länge des Reins in diversen Lexika korrigiert wurde, weil sie voneinander abgeschrieben haben. Hm. Ja, aber ich meine, diese ganzen frühneuhochdeutschen Lexika, die beziehen ihr Wissen ja hauptsächlich aus der Poetik, aus der Lyrik, aus der schöngeistigen Literatur und nicht unbedingt aus der pragmatischen Schriftlichkeit. Und von daher, wenn Forscher sich nicht die Mühe machen, solche angewandten Begriffe dann auch mal irgendwann in so ein Wörterbuch aufzunehmen, dann stehen die da halt nicht. Und ich glaube, 2 oder 3 von diesen Wörterbüchern, die ich da habe, die gehen halt letztendlich auf Martin Wirschin zurück, wo dann wortgleich das, was Wirschin 1965 in seinem Buch ins Glossar geschrieben hat, sich dann in den Wörterbüchern wiederfindet. Hattest du eigentlich Hilfe dabei, also oder Hilfe in Anspruch genommen von Kollegen? Oder hast du das so komplett Learning by Doing selber gemacht und dann durchgezogen? Ja, auf die harte Tour hat mir keiner bei geholfen, leider nicht. Hat sich der Prozess dann über die Jahre verändert? Also wenn du heute deine allererste Übersetzung vom Peter von Danzig wieder in die Hand nehmen würdest, wärst du mit der noch zufrieden?
Naja, die nehme ich ja in die Hand. Also die ist ja in diesem roten Buch. Und dieses rote Buch ist ja auch bei uns in der Halle fürs Training. Und naja, es vergeht kaum eine Woche, wo ich die nicht zur Hand nehme. Und wie ich ja schon sagte, ich habe die auch im Laufe der Jahre optimiert, allerdings tatsächlich relativ behutsam. Also ich muss sagen, da ist von der ersten Auflage an nicht, also von, na gut, man kann an allem rummeckern, man kann alles besser machen, aber ich finde die erste nach wie vor nicht furchtbar. Können wir vielleicht kurz mal durchgehen, was eigentlich der Korpus deines Werkes umfasst? Weil ich habe in mein Dukagedorn-Regal geschaut und da habe ich den Thalhofer, Gladiatoria, Jude Lee und den Peter von Danzig. Du meintest, du hast 7 Bücher, die jetzt schon veröffentlicht sind, dann fehlen mir ja mindestens 3. Naja, einige sind redundant, ne? Fangen wir mit dem Gladiatoria-Band an. Der Gladiatoria-Band, der bei VS Books erschienen ist, ist in einer Lizenzausgabe erneut bei Greenhill erschienen. Das ist eine, ich möchte mal sagen, die englische Sprache ist korrigiert und optimiert worden und die deutschen Texte sind rausgeflogen. Ah, also eine reine englische Ausgabe von der Gladiatoria. Die ist rein englisch, genau. Ah, okay. Inhaltlich entspricht sie der deutsch-englischen Ausgabe, ist also sehr nah dran, sag ich mal. So, und dann habe ich den Thalhofer halt zweimal rausgebracht, einmal bei VS Books in der Schwarz-Weiß-Variante und dann in der ersten kompletten Farbvariante eben auch bei Greenhill. So, was fehlt jetzt noch? Ach genau, hier mit Bart Walczak, mit dem ich ja den Gladiatoria-Band rausgebracht habe. Der hat mich ins Boot geholt, als er eine Anfrage hatte, die Krakauer Gladiatoria-Variante als Faksimile rauszubringen. Und das ist ein Buch, das haben die wenigsten, das kostet 600 € und das muss man echt wollen. Okay, na gut, aber dann habe ich ja zumindest von den üblichen Büchern, sage ich mal, tatsächlich jedes davon. Cool, danke dafür. Ich pflege immer zu sagen, meine Kinder können pro verkauftem Buch eine Kugel Eis kriegen im Sommer. Und mit Leuten wie dir kann ich das vielleicht bald aufs ganze Jahr ausdehnen. Willst du uns etwas sagen, bei dir rollen noch nicht die HEMA-Millionen? Ja, du kannst ja mal versuchen, mit Büchern reich zu werden. Viel Spaß. Ich habe es nicht wirklich ausgerechnet, aber an dem Gladiatoria-Buch haben Bart und ich 5,5 Jahre gesessen. Und ich glaube, so jetzt nach, wie lange ist das Ding draußen? Keine Ahnung, 7 Jahre oder sowas, 5, weiß ich nicht. Naja, die Einnahmen bewegen sich mittlerweile im Cent-Bereich, glaube ich. Also die Kommastellen hinterm Cent haben wir, glaube ich, mittlerweile überwunden. Okay, wie bist du denn an den VS-Verlag damals rangegangen, als du den Peter von Danzig veröffentlicht hast? Oder wie kam es dazu? Lass mich überlegen, das ist ja auch schon eine Weile her. Ich hatte die Transkription und die Übersetzung fertig und hatte das auch, ich glaube, ich hatte es schon auf der Hammerborg-Website hochgeladen und ich hatte Bock, ein Buch draus zu machen, weil ich hatte mal einen Verlag, ich hatte 11 Jahre lang mal einen Verlag und ich liebe einfach Bücher. So, und dann dachte ich mir, okay, Peter von Danzig, ich finde die Quelle so großartig, da möchte ich jetzt ein Buch draus machen. Und hatte das dann mir überlegt, okay, ich war mir ziemlich sicher, kein Verlag auf der Welt wird so ein nerdiges Spezialding in irgendeiner Art und Weise in sein Programm aufnehmen. Ich hatte so einen bizarren Verlag, wo wir Hamburger Literaten und Poetry Slammer veröffentlicht haben. Das war speziell. Aber das, was ich da jetzt machte, war noch viel, viel spezieller. Und dann hatte ich mal bei so Books-on-Demand-Anbietern nachgeguckt, was da für Konditionen vorhanden sind. Und dann kam Roland Watzecher an, der damals der hauptsächliche Trainer bei Hammerborg war und sagte, oh Mensch, er kennt da noch aus alten Zeiten den Thorsten. Und da macht er mal einen Kontakt. Und dann hatte ich den Thorsten angerufen und habe gesagt, hier Mensch, ich habe hier so ein Buchprojekt, das hat keine Bilder, 200 Seiten Text, übrigens keine Bilder, aber viel Text, Frühneuhochdeutsch, die eine Seite, Deutsch die andere. Und ich dachte, oh, das hört sich aber interessant an, das machen wir mal. Und dann habt ihr das durchgezogen. Dann haben wir das durchgezogen. Wie lange hat es ab da noch gedauert, bis das dann zu im Laden stand? Naja, im Laden stand. Ja, such mal einen Laden, wo das Buch steht. Den zeig mir mal. So lange hat das dann nicht mehr gedauert. Halbes Jahr vielleicht. Okay. Also du hast dann alles tutti completti fertig und musstest es nur noch in Form gießen.
Oder gießen lassen. Okay. Du bist ja trotzdem in der HEMA-Szene dadurch zu gewissem Ruhm und Ehre und Berühmtheit gekommen. Kannst du noch auf Events gehen, ohne ständig Autogramme geben zu müssen? Das hält sich ja erfreulicherweise in Grenzen, ne? Naja, Gott, ich meine, wer kennt mich denn schon, ne? Ich meine, da gehe ich irgendwo hin, da sind viele Leute, die habe ich nie im Leben gesehen, die haben mich nie im Leben gesehen. Also von daher ist es sehr, nein. Mir ist der Ruhm, ich glaube, nur mäßig zu Kopf gestiegen. Obwohl ich hart am Cäsarenwahn arbeite. Würdest du dich als Fechtbuchforscher bezeichnen? Ja, unbedingt. Und wie ist da dein Verhältnis zur Fachwelt und zur Fechtbuchforschung? Ja, die Fachwelt. Ich meine, es ist kommt drauf an, wer jetzt die Fachwelt im Speziellen ist. Aber mittlerweile gibt es ja auch viele Leute, die eben ja selber historische Fechter sind und ihre akademischen Laufbahnen bestreiten. Da fällt mir jetzt vor allen Dingen Daniel Jacquet ein, mit dem ich ja einen sehr, sehr freundschaftlichen Umgang pflege, und auch andere Leute, die hier und da ihre Veröffentlichungen raushauen, hier Erik Burkhardt oder solche Leute, die kenne ich und schätze ich auch. Also von daher finde ich das immer wieder erbaulich und erfreulich, wenn von den Leuten in irgendeiner Art und Weise was erscheint. Ich bedauere es immer nur, dass ich Daniels Sachen nicht... Naja, lesen kann ich sie schon, aber nicht verstehen. Warum nicht? Weil ich kein Französisch spreche. Ach so, er veröffentlicht auf Französisch. Meistens, ja. Ah, okay, verstehe. Aber die Fechtbücher wurden ja schon beforscht, bevor es sozusagen die HEMA-Szene gab. Also so ohne die quasi mit dem Anspruch, die nachstellen zu wollen, so wie jetzt das in der HEMA-Szene üblich ist, oder? Es ist relativ wenig, ne? Also wenn wir uns mal so die Editionshistorie angucken von den Fechtbüchern, die... ja, ediert sind, das sind ja bis heute relativ wenige. Gut, also ich kann ja auch nur immer aus meinem Nukleus berichten. Also meine Fragestellung oder wie auch immer man sagen möchte, die richten sich ja an die deutschsprachigen Quellen. Das heißt, bei den ganzen italienischen und anderssprachlichen und auch bei späteren Quellen, die dann eventuell gedruckt sind, was weiß ich, Thibaut oder Agrippa und was nicht alles, da bin ich raus, ne? Also von daher, mich interessieren ja primär die deutschsprachigen Handschriften insbesondere. Und wie viele Editionen gibt es davon? 25 vielleicht? Und wie viele Handschriften und oder frühe Drucke gibt es? Auch da ein bisschen die Frage, wo setzt man denn nun die Grenze? Wenn es 80 sind, sag ich mal, dann trifft es das ziemlich genau. Das heißt also 25 Editionen von 80 Handschriften. Und die meisten davon sind in den letzten 10, 15 Jahren erschienen. Ne? Also bevor, da gab es dann halt im 19. Jahrhundert den Karl Wassmannsdorf und Gustav Herxel, die dann da ein bisschen Tallhofer und die verlorene Breslauer Dürer-Handschrift bearbeitet haben. Auch den Codex Wallerstein von Baumanns Fechtbuch. Und sehr viel mehr war dann da auch gar nicht. Der Auerswald noch. Und erst so dann im 21. Jahrhundert, da geht's dann erst so richtig los. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Es gibt ungefähr 80 deutsche handschriftliche Quellen, die bekannt sind. Ja, so um und bei. Okay. Du hast gerade von Baumanns Fechtbuch erwähnt, das, was die meisten unter Codex Wallerstein kennen. Wie kommt's zu diesem Doppelnamen? Die Handschrift ist ja ein Bestandteil eines größeren Konvoluts gewesen, das ursprünglich mal Paulus Hector Meyer gehört hat. Paulus Hector Meyer kennen ja vielleicht auch einige, die sich mit den Quellen schon mal auseinandergesetzt haben. Paulus Hector Meyer, Ratsdiener in Augsburg, war Sammler und Stadtdiener und hat um seine kostspieligen Hobbys historisches Fechten oder Fechten finanzieren zu können, in die Stadtkasse gegriffen und hat Bücher gekauft, ohne Ende Bücher und unter anderem halt auch diverse Fechtbücher, die dann, nachdem er 1579, glaube ich, gehängt worden ist, weil dann aufgeflogen ist, dass er da die Stadtkasse geplündert hat, sind die Bücher in die Sammlung der Fugger gekommen und von da aus in die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek. Das heißt also, es gibt ungefähr acht Handschriften, die in dieser Bibliothek waren, und ausgerechnet dieser
Codex ist dann als Codex Wallerstein bekannt geworden, obwohl 7 andere das gleiche Recht für sich beanspruchen könnten. Und da nun vorne drin ein Besitzervermerk steht, Baumanns, ist das immerhin ein Name, der ein bisschen mehr zur Diversifizierung neigt und dass man da eher sagen kann, okay, warum nennen wir es nicht einfach nach dem Eigentümer statt nach der Bibliothek, wo 7 andere ebenfalls zugehört haben. Wissen wir noch mehr über von Baumanns Fechtbuch, außer den Eigentümer? Naja, wir wissen eine ganze Menge, aber letztendlich nicht wann genau und für wen es entstanden ist. Man kann sich das Buch angucken und feststellen, es besteht aus 3 Teilen und der eine Teil ist deutlich älter als die beiden anderen. Dann kann man sich den älteren Teil anschauen und feststellen, wenn man die Bilder ganz genau betrachtet, aha, da sind also 16 Abbildungen bei, die wir nachher auch bei Gladiatoria wiederfinden. Warum nur 16? Bedauerlicherweise hat dieser hintere Teil gar keinen Text. Das heißt also, da lassen sich auch relativ wenig Rückschlüsse zu. Es lässt viel Spielraum zur Interpretation. Von Baumanns Fechtbuch ist ja jetzt, wird da auch gerne mal irgendwie so als die Anti-Lichtenauer Lehre bezeichnet. Also als ob das quasi keine Gegenbewegung, aber eben eine Schule, die der Lichtenauer Tradition quasi, womit man sie gut bekämpfen konnte. Wie siehst du das? Nö, würde ich nicht sagen. Letztendlich, ich meine, wir wissen ja nach wie vor nicht, wo der gute Johannes Lichtenauer überall gelernt hat. Ne? Das heißt ja auch in der Nürnberger Handschrift dann, dass er durchaus so manches Land der rechtfertigen Kunst wegen durchfahren hat, um eben diese Kunst gut lernen zu können. Ja, was heißt das denn? Das heißt ja, es gab eine Kunst, von der auch Lichtenauer gelernt hat und es gibt also auch andere Künstler, andere Fechter. Und nicht nur Lichtenauer hat letztendlich Fechtkünste übermittelt. Also von daher weiß ich nicht, warum sollte diesem Buch nun all der Status eines Anti-Lichtenauers zukommen? Warum nicht dem, weiß ich nicht, warum nicht dem Kölner Fechtbuch? Da steht auch Zeug drin, was nirgendwo sonst steht. Ne? Aber letztendlich, nee, weiß ich nicht, finde ich, ist zu stark formuliert. Aber es ist nicht in dieser, ich sag mal jetzt, typischen Lichtenauer Tradition wie die 448 oder die 327a oder da gibt es ja haufenweise Bücher, die nicht in der lichtenauerischen Tradition stehen. Also wenn ich mich jetzt recht entsinne, gibt es mal gerade 28 Handschriften, die den Namen Lichtenauer entweder direkt oder indirekt bemühen. Okay. Und wenn, wie gesagt, wir davon ausgehen, es gibt ungefähr 80, dann sind 28 zwar schon sehr, sehr viele, aber halt eben nicht so viele, dass Lichtenauer hier die alleinselig machende Weisheit zukäme. Okay. Können wir vielleicht als Zwischenfrage noch kurz was klären? Und zwar, es gibt ja so diese Tendenz, vor allem auch in der internationalen HEMA-Szene, dass die Bücher anhand ihrer Regalnummern benannt werden. Anstatt sie also Peter von Danzig zu nennen, 44A8 und Co. Ich habe dich jetzt die ganze Zeit die Bücher einfach bei ihrem umgangssprachlichen Titel genannt gehört. Das Argument ist ja immer so, nein, das ist ja gar nicht wirklich von Peter von Danzig, der das ganze Buch geschrieben hat. Das kann man ja nicht so nennen. Hast du da eine Meinung dazu? Natürlich habe ich da eine Meinung dazu. Ich habe zu vielen Dingen eine Meinung. Manchmal äußere ich sie besser nicht. Aber wenn du mich jetzt schon mal so fragst, ehrlich gesagt, wenn wir, ich komme nochmal zurück auf die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek. Die befinden sich jetzt alle in Augsburg, fangen alle mit einer römischen 1 an, werden alle gefolgt von einer 6. Und ich kann mir den ganzen Scheiß nicht merken. Ich kann mir diese 1, 6, 2, Folio 4 nicht merken und kann nicht mir auseinanderhalten, oh Gott, war das jetzt das Wilhelmsche Skizzenbuch oder war es die ausgearbeitete Version? Oh, das macht mich irre. Also von daher unter Jörg Wilhelm Skizzenbuch kann ich mir was vorstellen. Unter 1, 6, Folio 5, weiß nicht, ob das jetzt die richtige Nummer war, kann ich mir relativ wenig vorstellen. Also von daher, so ein Umgangsname finde ich absolut glaubwürdig. Da muss man aber auch ein bisschen Acht geben, ne, dass man da nicht zu sehr übers Ziel hinausschießt. Also gut, ich meine, hier die Nürnberger
Handschrift, die ja lange als Codex Döbringer gehandelt wurde. Also da kriege ich Hörnchen, muss ich sagen, weil das ist aus vielen Gründen hanebüchen, aus vielen Gründen, nicht nur aus einem. Und von daher, da würde ich gegen angehen. Aber bei Peter von Danzig, ja, Peter von Danzig war aber immerhin ein Teil, der dieses spezielle Manuskript nun wirklich einzigartig macht. Und von daher, warum es nicht Peter von Danzig nennen? Ich kann natürlich auch gerne noch, wie viele das machen, Pseudo davor hängen, aber Herrgott, das macht's wieder so kompliziert. Welchen Teil hat Peter von Danzig in besagter Quelle verfasst? Das Harnischfechten. Das Harnischfechten. Und zwar, um das noch mal ganz kurz klug geschissen, ne? Es gibt das Harnischfechten in der Quelle genau zweimal ausgelegt. Einmal in der Variante, die auch sich einer weiteren Überlieferung erfreut hat und wurde dann ein zweites Mal ausgelegt, deutlich knapper. Und das ist eben gerade der Peter von Danzigsche Teil, der sich sonst nirgendwo wiederfindet. Wie viele, du hast ja nicht nur die Quellen übersetzt, die wir in deinen Büchern finden, sondern man findet ja auch auf der Hammerburg-Webseite eine ganze Menge. Und bei Wichtenauer und. Wie viele hast du denn bisher insgesamt transkribiert und übersetzt? Übersetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Schimmer. Weiß ich nicht. 4, 5? Weiß ich wirklich nicht. Transkribiert deutlich mehr. Also keine Ahnung. Aber müsste ich auch nachzählen. 30, 35, so um und bei. Seit wann? Seit 2000 und 2004, 2005, so um und bei. Okay. Das heißt, von den 80 Quellen hast du 30 transkribiert, 50 liegen noch vor dir? Oder gibt es da eine Auswahl, welche du transkribierst? Gottlob gibt es einige, die keinen Text enthalten. Nee, ach, ich mach das immer so, wie es kommt, ne? Also ich greife mir dann irgendein Manuskript und denke mir, ach, das ist ja auch mal spannend, und dann fange ich einfach mal an, das abzuschreiben. Hast du denn eine Lieblingsquelle? Zwei. Und zwar einmal den Peter von Danzig und einmal Gladiatoria. Ah, okay. Warum hast du eigentlich, also du hast ja den Peter von Danzig und den Jude Lee übersetzt? Warum noch nicht den Siegmund Ringeck? Na, wart mal ab. Geduld, mein junger Jedi. Ich habe doch, hatten wir nicht gesagt, ich habe noch ein paar Bücher in der Hinterhand. Nee, aber der steht tatsächlich noch aus. Aber ich bin da dran. Vielleicht kannst du uns ja kurz einen Einblick geben. Also 6, 7 Bücher sind schon raus. Das 8., was jetzt in Druck ist, das war das. Welches nochmal? Das ist der Codex Amberger. Das ist ein relativ schmales Manuskript, das hat bloß 16 Seiten, aber die haben es durchaus in sich. Die sind von opulenter Farbgewalt und entweder von Paulus Hector Meyer, den wir eben schon mal hatten, direkt in Auftrag gegeben oder in irgendeinem seiner wolkigen Umfelder entstanden. Und das, ich möchte mal sagen, wenn die Druckereien im Moment so drucken würden, wie sie normal drucken würden, dann wäre es wahrscheinlich schon längst fertig. Und so erscheint es jetzt im, weiß ich nicht, September oder so. Hoffentlich. Und kannst du uns vielleicht als Weltpremiere noch einen Ausblick geben, was danach weitergeht? Also was die nächsten Bücher sind? Was kommt danach? Danach kommt ein Jörg Wilhelm. Jörg Wilhelm hat 5 Handschriften verfassen lassen. Das ist die Münchner Handschrift CGM 3711. Die enthält Bloßfechten, auch so mit etwas sehr stark interpretierten lichtenauerischen Versen, enthält einen Harnischkampf und einen Rossfechtenteil. Das kommt dann. Und was waren das 10.? Ach ja, genau, da mal gucken, ob das jemals ein Buch wird, weil wenn der Peter von Danzig vor 12 Jahren schon super speziell war, dann ist die vergleichende oder der kritische Vergleich von sämtlichen Versen Lichtenauers über alle Handschriften nochmal spezieller. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand lesen will. Das war das, wo du diesen Screenshot auf Facebook veröffentlichen hattest, oder? So 3 Zeilen Text mit 50 Zeilen Quellen. Ja, sowas, genau. Also wir, wie gesagt, 28 Manuskripte nennen Lichtenauer. Da sind aber 52 Versionen seiner Verse drin. Und du machst dann ein Buch
in dem du all diese Sachen analysierst und vergleichst? Naja, also das ist eine Aufgabe, die ist herkulisch. Ne? Da bin ich echt heilfroh, dass ich da Cornelius Berthold dabei habe, der da ganz mit außerordentlicher Finesse und Kompetenz da mit dabei ist. Also das ist was, das ist mörderisch. Aber Herrgott, ich meine, andererseits auch so geil, ne? Also wirklich da diese ganzen Verse Zeile für Zeile auseinanderzunehmen und zu gucken, wo steht denn jetzt Überritterschaft und wo steht Überritterschaft und sagt mir das was oder ist es eigentlich völlig Schnuppe? Oder auch herauszufinden, wo kann man ganz eindeutig identifizieren, wo die Handschriften dann Schreibfehler gemacht haben, wo dann irgendein Lapsus passiert ist, wo der Schreiber einfach von einer Zeile in die nächste gesprungen ist, weil beide Male das Wort und dasteht und so weiter. Das merkst du nicht, wenn du dir nur eine Quelle anschaust. Wenn du aber 52 Quellen hast, dann siehst du nicht ganz eindeutig, aber doch sehr viel klarer, wo tatsächlich welche Handschrift Defizite hat. Und das heißt, selbst die allergeliebteste Handschrift, die man sich vorstellen kann und die man vielleicht sehr lieb gewonnen hat, wird mit Sicherheit an irgendeiner Stelle irgendwo nicht ganz perfekt sein. Und das ist schon bitter. Weißt du, wer im Peter von Danzig den Langschwertteil verfasst hat? Nee, weiß kein Mensch. Gibt's auch keine Indizien, keine Hinweise oder Vermutungen? Also ich denke mal, Gerüchte wird's geben, aber irgendwie was Fundiertes? Nee, steht ja kein Name dabei. Aber ich meine, wenn man spekulieren mag, ne? Manchmal mag ich ja auch spekulieren, dann können wir uns Folgendes überlegen. Die drei Verskomponenten von Lichtenauer, das Harnischfechten, das Rossfechten und das Bloßfechten, die existieren in unterschiedlichsten Versionen. Und das Rossfechten, das ist in einer Handschrift dem Juden Lev zugeschrieben. Das Harnischfechten, gut, da haben wir auf jeden Fall einmal die Peter von Danzig-Variante, aber ansonsten haben wir beim Bloßfechten durchaus ja eine ganze Gruppe von Handschriften, die diesen Glossen einen Glossator zuweisen und der heißt Siegmund. Und nun könnte man natürlich überlegen, ob in einigen Quellen die Nennung von Meister Siegmund weggefallen ist oder ob in späteren Quellen ein Meister Siegmund hinzu erfunden worden ist, was ja auch gerne mal passiert, dass da so eine Aneignung stattfindet, dass irgendein Meister sagt, auch das finde ich aber mal jetzt einen schnuckligen Text, den reiße ich mir mal unter den Nagel. Was meinst du dann zu der ganzen Diskussion Lichtenauer erfunden oder nicht? Ach Gott, ich muss nicht jeder Verschwörungstheorie hinterherhecheln. Nee, ich meine, Herrgott, warum sollte man ihn erfinden? Weiß ich nicht. Ist, finde ich, ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber Herrgott, habe ich Belege? Nee, natürlich nicht. Wir hatten vorhin, hattest du gesagt, im Peter von Danzig, der Teil, der von Peter von Danzig auch verfasst wurde, war das Harnischfechten. Dich verbindet ja auch damit noch eine gewisse Leidenschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du bist auch bekennender Harnischbesitzer. Ja, das ist richtig. Das war auch sehr, sehr cool, weil wie gesagt, ich hatte ich glaube ich vorhin erzählt, ne? Mit 9 Jahren habe ich mir dann aus so Pappkarton mal eine Kinderrüstung gebaut, die dann auch mehr oder weniger auseinandergefallen ist, kaum, dass man die anhatte. Aber damals halt schon wollte ich halt immer meinen schönen Harnisch haben. Naja, dann hat das ein paar Jahre gedauert, so 30 ungefähr, und dann konnte ich mir einen leisten. Und in der Zwischenzeit habe ich aber auch immer schön kleine Ritterfigürchen gezeichnet, fand ich halt immer toll. Ne? Und dann dachte ich mir irgendwann, wenn ich mal ein bisschen Kohle über habe, dann kaufe ich mir mal einen Harnisch. Damals gab es ja schon Internet, ne? Also das gab es damals dann schon. Dann habe ich hier und da mal geguckt, wo denn da wo so vielversprechende Angebote sind. Und dann hat sich durch eine Verkettung von mehreren Umständen Folgendes ergeben, dass ich eine Reise nach Prag gebucht hatte und am Vorabend feststellte, dass es in Prag eine Schmiede gab, wo ich sagte, oh, das sind ja mal Rüstungen, die sehen besser aus als die, die ich sonst so gesehen hatte. Und außerdem war ich gerade gefeuert worden. Und da habe ich eine Abfindung bekommen und dann hatte ich natürlich nichts Besseres zu tun, als einen Großteil meiner Abfindung in die Bestellung eines Harnisches reinzuwerfen.
hat meine damalige Freundin kurios und befremdet zur Kenntnis genommen. Aber die ist dann mit mir zweimal in der Folge nach Prag gefahren, mit dem Auto zur Anprobe und zum Abholen. Und dachte ich mir, ach ja, die heirate ich mal. Wenn sie das nicht streckt, dann streckt sie gar nichts. Jetzt interessiert natürlich unsere Hörer höchstwahrscheinlich, was legt man denn für so einen Harnisch auf den Tisch von bis? Ja, also bis, so viel. Bis ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber von, wo geht es vernünftig los? Ja, ich würde mal sagen, du bezahlst für einen Harnisch ungefähr so viel wie für ein Auto. So, und jetzt weißt du Bescheid, ne? Du kannst irgendwo hingehen und einen alten R4 für 200 Euro kaufen, dann kriegst du auch genau das. Ja. Und naja, also ich glaube mal, alles unter 7.000 Euro ist schon, da gefährdest du eher deine eigene Gesundheit als die deines Gegenübers. Und naja, Herrgott, nach oben, ne, ist natürlich, wie du schon ganz richtig sagst, da ist keine Grenze. Wenn man es denn mit Messingzierleiste und vergoldet und Kanellierungen haben möchte, dann kann man schon mal, naja, die eine oder andere Erbschaft mehr machen. Wir reden hier gerade über den schwarz-goldenen von The Biles Capwell, oder? Nee, warum? Ja, natürlich, das ist ekelhaft, das Teil. Aber den hat er ja nicht mehr. Von daher muss ich ihn nicht mehr ganz so hassen. Du besitzt genau einen Harnisch oder mehrere? Ich besitze leider genau einen, ja. Ich bräuchte eigentlich mal dringend einen Zweitharnisch, aber das ist im Moment, also gerade im Moment, sehr schwer zu vermitteln. Mhm. Der Trend geht zum Zweitharnisch sozusagen. Ach, unbedingt, ja. Eigentlich muss ich ja unbedingt so einen Gladiatoria-Harnisch haben, aber naja, Herr Gott. Was jetzt für mich als Harnischlein, was unterscheidet jetzt ein Gladiatoria-Harnisch von deinem Harnisch oder generell, was gibt es für Harnischtypen? Naja, okay, also ich sag mal so, der Harnisch, den ich hier links neben mir stehen habe, das ist, eine Replik ist zu viel gesagt. Er lehnt sich an deutsche gotische Vorbilder aus den 1470er bis 1480er Jahren. Das ist also eine Zeit, wo die Fechtbücher oder meine primäre Quelle, Peter von Danzig, das liegt ja schon zu weit weg letztendlich. Und die Gladiatoria-Harnische, die haben halt nicht alle, aber einige noch so eine Kastenbrustform. Und es ist von daher, naja, einfach eine andere Ära. Da liegen ungefähr dann 30 Jahre dazwischen. Und naja, wenn ich mir jetzt anmaßen möchte, ich möchte Gladiatoria möglichst nah rekreieren, dann wäre es auch opportun, einen ja möglichst der Zeit entsprechenden Harnisch auch zu haben. Was unterscheidet die dann im Handling? Also hat das einen Einfluss auf die Interpretation zum Beispiel? Fühlen die sich anders an? Bewegt man sich anders darin? Sag ich dir dann, wenn ich einen habe. Okay. Nee, aber ich sag mal so, also der Entwicklungsschub zwischen 1450 und 4070, 4080 ist jetzt nicht so dramatisch wie noch vielleicht vorher zwischen 1400 und 1450. Das waren auch schon zu den Zeiten, da die Gladiatoria-Handschriften verfasst worden sind ja auch schon vollständige Plattenharnische, aber naja, also die Artikulation der Schultern war vielleicht noch nicht ganz so ausgefeilt und also von daher, also ich kann es nur hypothetisch beantworten. Ich habe noch nie einen Harnisch getragen, der eine einigermaßen vernünftige Replik des 15. oder der 1430er bis 1450er Jahre wäre. Und selbst wenn ich einen hätte tragen können, wäre das ja keine Maßanfertigung gewesen. Von daher wäre auch das hypothetisch, ob der Auswirkungen auf Beweglichkeit, Dynamik oder was auch immer gehabt hätte. Und darum, liebe Hörer, kauft euch noch mehr Bücher von Dirk. Er braucht dringend einen neuen Harnisch. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Es gibt ja mittlerweile auch welche, die nicht nur Text haben. Ja, Thalhofer Gladiatore, sehr viele bunte Bilder. Sicherlich auch für alle eure Freundinnen und Verwandten interessant. Ja, das super. Ist das ideale Weihnachtsgeschenk. Super Weihnachtsgeschenke auf jeden Fall. Ich wollte dich noch über eine Quelle fragen, und zwar das Gregor Erhardt Fechtbuch. Oh ja. Ich trainiere bei den Schwabenfedern Ulm und der gute Gregor Erhardt ist der einzige von den Leuten, die irgendwie im Fechtbuchkontext stehen, von dem ich weiß, der einen Bezug zu Ulm hat. Hast du das auf deiner Liste irgendwo eingeordnet, das vielleicht mal zu transkribieren oder rauszunehmen? Naja, ich bin zum Teil halt dabei. Ne? Wie ich so sagte, ich greife mir mal irgendwo eine Quelle und schreibe dann meine Stelle ab. Und für diese eben gerade erwähnte kritische Lichtenauer-Geschichte, die ich mit Cornelius da gerade anlege,
Da gehört natürlich zum Teil auch der Gregor Erhardt dazu, weil der halt auch die ein oder andere Version der lichtenauerischen Verse hat. Mhm. Und außerdem enthält er ja zum großen Teil die die Bloßschwert-Bestandteile der Jörg Wilhelm Handbücher oder Effektbücher. Mhm. Und da, wie ich ja gerade sagte, auch Wilhelm als nächstes auf der Liste steht, ist es naturgemäß so, dass ich mir auch den Erhardt in Bezug auf diese Referenzhandschrift nochmal genau anschauen muss. Okay, aber es ist noch nicht so, sag ich mal, konkret in Arbeit, dass da wirklich ein Buch draus werden könnte. Daraus ein Buch? Oh Gott, ich weiß nicht, das ist speziell, weil die Bilder sind nicht schön. Also was heißt nicht schön, das ist jetzt natürlich sehr wertend, ne? Aber sie sind nicht so lecker und attraktiv wie die anderen Wilhelm-Bilder, weil das einfach reine Umrisszeichnungen sind. Also ich sag mal so, eine Transkription davon ist relativ schnell gemacht, auch deshalb nicht, weil das so ein Monstrum ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Blätter das hat, also auch bestimmt 200-300 Folios, also von daher, da sitzt man auch schon mal den ein oder anderen Sonnabend dran und gut, aber das ist eine, aber Transkription ist natürlich erstmal schön, besser als gar nichts. Das ist natürlich sehr schade, weil der Gregor Erhardt aus Ulm hat ja gerade die Skizzen gemacht, soweit ich weiß, und ja, schade, dass die dann gerade nicht so toll sind. Naja, wie gesagt, schön sind sie schon, aber ich möchte mal sagen, also wenn ich jetzt Verleger wäre, was ich ja Gottlob nicht mehr bin, dann würde ich einer farbig bebilderten Handschrift deutlich den Vorzug geben. Ja, das ergibt sich. Und wenn jetzt schon, und das, ich glaube, das ist ja auch durchaus der Beweggrund hier von hier Greenhill Books, dass sie sagen, oh ja, sie möchten noch mal wieder so ein schönes Bilderbuch machen, da nehmen wir uns da mal eben gerade den Wilhelm vor, weil der eben bunte Bilder hat. Und dann hat der ja auch diese bizarren Kostüme da. Das ist ja die mit dem Brezelmann und mit dem Teufel und dem Engel und Pipapo. Und da fällt vielleicht, also die Erhardtschen Zeichnungen sind vom künstlerischen Standpunkt her deutlich gekonter. Unbestreitbar, aber sie sind halt nicht so bunt, bedauerlicherweise. Ah, okay, verstehe. Und dann ist bedauerlicherweise auch Gregor Erhardt nicht so die heiße Nummer wie Dürer beispielsweise. Ne? Dürer kennt jeder und Gregor Erhardt, oh, da muss man sich aber schon ein bisschen mehr in die Kunstgeschichte reingefrickelt haben, damit der einem ein Begriff ist. Das heißt, mit Dürer ist was in Arbeit? Sein Manuskript? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jein. Ja, das ist es ist kompliziert. Sagen wir mal so. Okay. Hast du eigentlich all deine Quellen, die du übersetzt hast, beziehungsweise die du transkribiert hast, hast du da auch Interpretationen dazu gemacht? Um Gottes Willen, nee, das schaffe ich ja gar nicht. Ich ist bei mir vor allen Dingen sogar so, ich transkribiere den Kram und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich abgeschrieben habe. Also es ist wirklich so ein mechanischer Prozess, hinsetzen, rechts auf dem großen Monitor habe ich das Manuskript, auf dem etwas kleineren vor mir habe ich das Word-Dokument und dann tippe ich den Kram einfach ab. Wenn ich es dann Korrektur lese, lese ich es Korrektur, da verstehe ich zum Teil auch nicht, was ich mache. Wenn ich dann da tatsächlich mal so ein paar Wochen später mir das nochmal angucke, was habe ich denn da eigentlich geschrieben, dann lese ich es eigentlich erst das erste Mal. Und das dann noch zu rekonstruieren, oh Gott, nee, schaffe ich gar nicht. Du entmystifizierst gerade so ein bisschen den Prozess, weil ich glaube, man stellt sich das ja so vor. Also das ist ja perfekt. Dirk hat die ganzen Sachen alle durchgemacht, alle transkribiert. Er hat quasi das geballte Wissen der deutschen Fechtschultraditionen alles im Kopf. Sobald er einmal die Quelle durch hat, aus dem FF alles Wissen vorhanden. Mhm. Aber das scheint ja da nicht so zu sein. Weiß Gott nicht. Und ganz ehrlich, ich kenne bis heute nicht die lichtenauerischen Verse alle auswendig. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, ob du eine Quelle auswendig kannst inzwischen. Nee. Vor allen Dingen, mittlerweile würde ich sie sogar so dermaßen durcheinander bringen, weil sie sich dann ja doch mitunter sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Wie läuft das eigentlich mit den Rechten? Also ich meine, ist das alles einfach gemeinfrei? Aber zum Beispiel für die Drucke braucht man ja schon hochaufgelöste Bilder. Da reicht ja nicht irgendwas, was im Internet... Da fragst du jetzt wieder den Gestalter in mir und den Urheber. Ich bin ja auch Urheber und Urheberrecht ist eine super komplizierte Angelegenheit. Also die ist so kompliziert, da kannst du ganze Rechtsabteilungen mit beschäftigen. Also Copyright sagt oder Urheberrecht, wenn der Urheber 75 Jahre tot ist, dann kannst du das Zeug verwenden. Man kann davon ausgehen, dass der Großteil der Fechtbuchautoren 75 Jahre tot ist. Das heißt also, ihre Werke
sind eigentlich gemeinfrei. So, nun ist es aber so, dass manche Museen und Bibliotheken sich auf den Standpunkt stellen, sie haben Fotografien und oder Digitalisate von den Fechtbüchern angestellt, sozusagen ein neues Werk geschaffen, welches dann wieder diesem Urheberrecht unterliegt. Kann man nun geteilter Meinung sein? Ich würde mal sagen, das ist Kokolores, weil das ist einfach nur eine Reproduktion, aber man will es sich mit den Institutionen ja auch nicht verscherzen. Und von daher gilt es halt da dann mal Kontakt aufzunehmen und im Zweifelsfalle in den sauren Apfel zu beißen und dann eben die geforderten, geforderten Zahlungen zu leisten. Schutzgeld. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wie die Institutionen das handhaben. Manche, die wollen dann eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro und du darfst den Kram verwenden. Andere sagen, ja, ach komm, wir brauchen hier irgendwie 75 Euro pro Abbildung. Andere sagen, ja, eigentlich würden wir 50 Euro pro verwenden, aber da sie ja nun 200 Bilder haben möchten, sagen wir mal 500 Euro. Deal? Und von daher gibt's da alle möglichen Spielarten, wie die jeweilige Institution das nun handhabt. Und manche sind großzügiger und schenken dir die Rechte und andere musst du richtig teuer bezahlen. Machst du das dann selber oder macht das dein Verlag? Unterschiedlich. Ich habe auch schon ordentlich Kohle bezahlt und bei den beiden, Gottlob, den beiden teuersten Büchern, die ich gemacht habe, hat der Verlag die Abbildungsrechte erworben. Hast du auch schon mal an einem Original gearbeitet? Also mit einer, eigenes Fechtbuch? Also, nein, ich meine, mit einer originalen Quelle gearbeitet. Also nicht nur mit einem Digitalisat. Naja, mit nach Hause nehmen durfte ich es nicht, aber ich war durchaus in der einen oder anderen Bibliothek und oder Museum und habe mir da die Originale vorlegen lassen. Findet man da drauf dann noch irgendwie Sachen, die auf dem Digitalisat zum Beispiel nicht rauskommen, wo man dann irgendwas entdeckt? Auf jeden Fall. Eine Anekdote aus München. Die Münchner stellen sich extrem an, wenn sie ihre Handschriften rausrücken sollen, insbesondere den Tallhofer, ne, den 1467er, ist eine sogenannte Tresorhandschrift und die wird nicht rausgegeben. Punkt. So, da hatte ich vor 5 Jahren oder mittlerweile vor 6 Jahren mal angerufen und habe gesagt, ich bin in München, kann ich mal? Nee, geht nicht. Und dann habe ich vor 2 Jahren nochmal angerufen und habe gesagt, übrigens, ich mache da ja gerade dieses Buch zum Tallhofer und ich würde ja gerne mal gucken. So, nee, geht nicht. Dann habe ich nochmal hinterhergeschrieben und gesagt, so, also ist ja sehr bedauerlich, weil ich würde da vielleicht nochmal dies und das hier mir genauer anschauen und bekam dann die Antwort, nein, das ist also nach wie vor eine Tresorhandschrift und die wird nicht rausgerückt, außer auf den Digitalisaten ist irgendetwas nicht erkennbar. Und das war natürlich eine Steilvorlage, die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann habe ich Dinge gesucht, die ich mir angucken wollte. Und zwar habe ich tatsächlich mir die beiden leeren Seiten vorlegen lassen. Denn in der Ausgabe, oder vielmehr in dem Manuskript, sind 2 leere Seiten. Und ich dachte mir, die gucke ich mir mal an. Weil eine leere Seite ist ja immer nur auf einer Seite. Das heißt, auf der anderen Seite ist ja was drauf. Das heißt, also ich kriege ja auf jeden Fall was Leckeres zu sehen. Und das Tolle war, dass auf der einen leeren Seite, die auf dem Digitalisat tatsächlich ziemlich leer ist, dann doch bei genauerer Betrachtung was zu sehen war. Und das fand ich schon ganz geil. Was war zu sehen? Eine Abbildung, das ist diese Abteilung mit dem schwäbischen Recht, mit dem Schwert und dem Schild, wo eine Abbildung zu sehen war, die, ja, ich weiß bis heute nicht wirklich ausgeführt war, nur skizziert war. Sie taucht jedenfalls ein paar Seiten später nochmal wieder auf, dann aber schön in Federzeichnung und laviert. Also das heißt, auf dem Digitalisat hat man das wirklich nicht erkannt und im Original hat man da aber so schemenhaft eine Zeichnung gesehen. Ja, genau. Da musste ich mich schon arg drüber beugen. Das war sehr, sehr qualvoll, weil ich nämlich die explizite Maßgabe erhalten habe, bitte nicht aufs Manuskript zu atmen. Hilft das eigentlich, wenn du da Kontakte aufnimmst, dass du schon auf Werke von dir verweisen kannst und offensichtlich dich ja seriös mit dem Thema beschäftigst, oder ist das den Museen egal?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich stecke ja nicht in denen drin, wenn die meine E-Mail öffnen. Also das kann schon sein, dass sie sagen, was ist das wieder für ein Kapalke, der behauptet da hier 7 Bücher. Ja, ja, das kann ja jeder behaupten. Und wer ist das schon? Nie gehört. Der hat auch nicht mal einen Doktortitel. Dem antworte ich nicht. Aber in der Regel sind die Leute extrem zuvorkommend. Manchmal wirklich bis zur Selbstaufopferung. Also die angenehmsten Erinnerungen habe ich an Krakau, wo ja das eine Gladiatoria-Manuskript liegt, dieses wunderschöne, und auch der sogenannte Goliath. Und Gott, ich hatte dann da auch irgendwie eine Mail geschrieben und dann bekam ich eine Antwort zurück auf Deutsch. Und dann hieß es, ja, dann kommen Sie mal vorbei um 10 Uhr, melden Sie sich dann beim Pförtner, lassen Sie sich einen vorläufigen Ausweis ausstellen und eine halbe Stunde später können Sie dann die beiden Manuskripte einsehen. Und das war so, ja, dann bekam ich die da so in die Hand gedrückt und durfte dann da mal nach Herzenslust Lust stöbern. Das war schon sehr charmant, muss ich sagen. Jetzt haben wir eine ganze Menge zur Fechtbuchforschung besprochen. Nebenbei bist du ja auch noch selbst praktizierender historischer Fechter. Zu allem Überfluss auch das noch, ja. Mit welcher Disziplin hast du angefangen und welche fechtest du heute noch und was ist deine Lieblingsdisziplin? Okay, wieder meine kleine Anekdote aus grauer Vorzeit. Als ich bei Hammerbräuch angefangen hatte, hatten sie noch größtenteils mit einhändigem Schwert und Schild gefochten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon meinen Harnisch bestellt. Habe ich auch gesagt, ja, hier, ich habe mir gerade einen Harnisch bestellt. Die haben mich angeguckt, so als Wikinger, sag ich mal, und gesagt, was ist das für ein Heini da? Kommt da irgendwie aus 500 Jahren Zukunft und will jetzt hier irgendwie was beigebracht bekommen? Das heißt also, tatsächlich habe ich da mit einem einhändigen Schwert begonnen, habe dann aber dann doch relativ schnell das heute ja als lange Schwert benannte Schwert in die Hand genommen und bin dem auch bis heute treu geblieben, also ob mit oder ohne Rüstung, wobei das mit der Rüstung, mit dem Harnisch ist ja immer so eine Schwierigkeit, ich habe nicht allzu viele Partner, ne? Das macht das so sehr, sehr einsam, aber so sich mal so schön und gepflegt mit einer Mordaxt zu hauen, ist auch schon sehr schön, ne? Und dann habe ich auch ein paar Dussacke, das ist ganz toll, weil ich da eigentlich bis vor ein paar Monaten immer schön mit den Kindern mich hauen konnte. Ne? Mein Söhnchen ist total begeisterter Dussack-Fechter gewesen. Kann man auch schön in Urlaub an den Strand mitnehmen, also auch super. Und lange Messer sind ja ähnlich, finde ich auch toll. Ja, aber ich glaube, trotz allem ist das Schwert schon das, wo ich am meisten Energie, mit Sicherheit das, wo ich die Energie reinstecke. Das lange. Ja. Was ist da deine favorisierte Quelle, nach der du fichst, also bloß und im Harnisch? Ja, wie gesagt, Harnisch krankt immer daran, dass ich keine wirklichen Trainingspartner habe. Ne? Also von daher ist es naturgemäß das Bloßfechten und zwar auch genau das Bloßfechten mit minimaler Schutzausrüstung und dann immer der Quelle in der Hand. So, und jetzt, welche Quelle ist es? Ich habe mir angewöhnt, in den letzten 2 Jahren so kleine Trainingsbooklets zu machen, wo ich dann einen Themenkomplex behandle und dann wirklich alle Quellen zu dieser speziellen, zu diesem Technikkomplex zusammentrage. Das sind dann mal weniger, mal dickere Heftchen. Die rechte Seite ist immer frei, damit man seine eigenen Marginalien reinschreiben kann, so schön nach mittelalterlicher Tradition. Und da ist aber tatsächlich ja auch immer meine Lieblingsquelle nach wie vor der Peter von Danzig, die Referenz, nach der sich dann letztendlich alles ausrichtet. Und trotzdem sind die anderen Quellen wichtig, weil selbst diese Quelle, die ich für die am wenigsten fehlerbehaftete halte, auch nicht ohne Fehl ist. Also du hältst den Peter von Danzig für die am wenigsten fehlerbehaftete? Ja. Du hast ja auch einem Vortrag beim Swordtrip Gathering mal erzählt, ich glaube, das war auch die Nürnberger Handschrift, dass die, war das die, also eine, die du überhaupt nicht magst, weil die so viele Fehler hat, aber das war eine, die im amerikanischen Sprachraum sehr verbreitet ist. Nee, das war der sogenannte Sigmund Ringeck. Ah, stimmt, ja. Grauenvolles Manuskript, aber schön anzuschauen und sehr handlich. Das ist auch eins von denen, das ich mir mal im Original habe vorlegen lassen. Das kann man sich so in die Hosentasche stecken. Und was ist, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was ist das Problem an dem? Was ist das Problem? Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Die
die Qualität der Niederschrift ist einfach extrem schlampig. Das Ding strotzt so von Korrekturen und Durchstreichungen und Überschreibungen und so weiter. Also es ist einfach schlampig geschrieben, muss man schon mal sagen. Also das ist so wie eine schlechte Hausaufgabe. Und was mich an dem Manuskript so nachhaltig auch irritiert, oder na, das heißt irritiert, es verschweigt halt auch die ganzen Namen. Also die Handschrift besteht halt auch aus Teilen von Otzringen und Lignitzers Werken, die aber nicht genannt werden. Das heißt also, die frühen Autoren, so wie Virchin, Hills oder auch Christian Tobler, die noch im Jahr 2001 ihre Bücher rausgebracht haben, die haben da unter ganz falschen Voraussetzungen alles dem Meister Sigmund Ringegg zugeschrieben. Gut, das kann man dem Manuskript jetzt nicht unbedingt anlasten, aber es ist halt, nicht so eine Augenweide, es anzugucken. Ne? Wenn man da jetzt eine schöne Interpretation oder Transkription von hat, dann merkt man das nicht. Aber ich guck's mir halt mit den Augen unter der Prämisse, die Handschrift auch als die Handschrift zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ist es dann Sigmund Ringeggs eigene Handschrift oder hat er das machen lassen? Also Sigmund Ringegg war es wahrscheinlich sowieso nicht, weil wenn, okay, jetzt kommt wieder der Klugscheißer, ne? Klugscheißer-Modus an, Achtung. So, also Ringegg, warum in der Handschrift Ringegg steht, weiß auch kein Mensch. Ne? Also ansonsten heißt er ja Einring oder Amring oder M-Ring. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der I-Punkt auch erst im Laufe des 15. Jahrhunderts in Mode kam, dann kann allein diese Verwirrung ja schon mal geklärt werden. Wahrscheinlich war es ein M-Ring oder Einring. So wie der ja auch bei in der Glasgower Handschrift genannt wird, so wie er bei Paulus Kahl in der Gesellschaft Lichtenauers genannt wird, da ist ja eben von Emmering oder Einring die Rede. Und warum nun in dieser Handschrift ausgerechnet Ringegg steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es steht ja auch ein Ringegg. Ne? Also das ein ist drin, aber es ist ein Eck hinzugefügt. Was weiß ich, wie schon gesagt, die Handschrift ist außerordentlich schlampig. Vielleicht hatte der Schreiber, weiß ich nicht, ein Schnaps zu viel, was weiß denn ich. Also es ist schon merkwürdig. Also von daher, wie gesagt, ein Sigmund Ringegg hat es vermutlich nie gegeben, einen Sigmund Emmering oder Einring hingegen schon. Und außerdem hat der das Ringegg-Manuskript, ich nenne es trotzdem so, weil es einfach dieser Alleinstellungsmerkmalsname ist, um es von den anderen auseinanderhalten zu können. Ich unterstütze das voll. Danke. Hat keine Bilder. Und ich vermisse die Bilder. Es gibt nämlich ja auch noch eine weitere Version von diesem Manuskript im Meyer-Manuskript aus Rostock, der Joachim Meyer. Und da steht auch immer drin, so wie du es oben gemalt siehst. In der Glasgower Version haben wir die Bilder, aber leider erst ab dem Twerhau, der Rest ist verloren gegangen. Und in dem Ringegg-Manuskript, da haben wir halt nicht mal diese Bemerkung, dass da irgendwelche Bilder gewesen wären, bis auf eine Stelle. Da steht dann, als oben gemeldet ist. Aber es gibt kein Bild dazu. Nee, natürlich nicht. Blöde Handschrift, blöde. Im Original von Peter von Danzig gibt's ja auch, zwar sparsam, aber gibt auch Bilder, oder? Da, wo die Huten beschrieben sind. Ja, die vier Bilder am Anfang, oder vielmehr, es sind ja zwei Bilder eigentlich nur mit jeweils zwei Huten und dann noch der sitzende Meister im Lehnstuhl. Aber da ist dann auch kein weiterer Vermerk irgendwo auf eine Figur, die hätte da sein müssen. Nein, überhaupt nicht. Die stehen da einfach nur vorne dekorativ rum. Okay. Wir sind jetzt auch mit dem Titel eingestiegen vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher. Würdest du denn sagen, dein Kindheitstraum hat sich ein Stück weit auch erfüllt mit der Fechtbucharbeit? Wenn ich mich zurückdenke, als 7- oder 10- oder 11-jähriger Knabe, der da ein Schwert in die Hand nehmen wollte, aber nicht konnte. Wenn ich solche Bücher gehabt hätte oder irgendwo gefunden hätte, wie es sie heute gibt, ich glaube, ich hätte meinen Eltern Stunden, Wochen, Tage, Monate lang in den Ohren gelegen, bis ich sie endlich bekommen hätte. Die gab's nicht. Also mache ich sie mir jetzt selber. Also von daher, ja, doch, ich habe mir meinen Kindheitstraum damit durchaus wahr werden lassen. Getreu Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Im gewissen Maße, ja. Hätte das denn auch funktioniert,
wenn die HEMA-Szene nicht auch mitgewachsen wäre, also ohne den Verein vor Ort und ohne die ganzen Sachen außenrum? Natürlich nicht. Ich meine, wer kauft so ein Buch? Das kauft ja kein Mensch, der recht bei Verstand ist und nicht eben ein Schwert in der Hand hat. Wobei auch da muss man sich ja die Frage stellen. Aber nee, also ich meine, ihr kennt das ja, ne? Man geht auf irgendein Event und irgendjemand hat irgendwie dieses rote Buch in der Hand, ne? Also wenn da nicht irgendwie zumindest schon mal 1000 Leute im Verlauf von 8 Jahren da das Buch gekauft hätten, dann wäre natürlich nie wieder irgendwie die Frage aufgekommen, ja, machen wir jetzt noch eins? Also von daher natürlich, also das wäre völlig undenkbar gewesen. Da ja, wie gesagt, ich bin ja kein Akademiker und muss keine Publikationen machen. Ich mache das ja aus Bock, ne? So als Akademischer mit einer Karriere und einem Posten irgendwo, da bist du ja gezwungen, Publikationen rauszuhauen, ob du willst oder nicht. Ich muss das ja nicht. Ich kann mir ja alle Zeit der Welt nehmen und wie bei Pippi Langstrumpf, ne? Ich mache dann, wie es mir gefällt. War das jetzt die echte Zahl? Also ist das ungefähr so oft, wie das der Danzig verkauft wurde? Naja, der muss ja mindestens 2000 Mal verkauft worden sein, sonst hätte es keine dritte Auflage gegeben, da ich weiß, dass jede Auflage 1000 Exemplare hat. Ah ja, es hat sich dann nochmal geändert innerhalb der, also von einer zur nächsten Auflage? In der zweiten Auflage habe ich einen typografischen Fehler eingebaut und andere inhaltliche Übersetzungsfehler getilgt. Und in der dritten Auflage habe ich den typografischen Fehler wieder getilgt und ich habe die Ich hoffe, ich habe die Transkription lesbarer gemacht, weil als ich angefangen habe, da habe ich halt mich bemüht, die Transkription so buchstaben- und zeichengetreu zu machen, wie es geht. Das heißt also, wenn dann da in der Handschrift so ein Schwung über einem Buchstaben war, dann habe ich diesen Schwung auch als eine Tilde wiedergegeben. Irgendwann bin ich davon abgekommen, weil ich dachte, okay, also wenn ich heutzutage ETC oder USW lese, dann löse ich das für mich auf, ich lese da und so weiter. Und genauso hat ja auch der mittelalterliche Mensch letztendlich diese Abbreviaturen gelesen. Und das heißt also, für die gegenwärtige letzte, dritte Auflage habe ich dann auch diese ganzen Abkürzungen ausgeschrieben, kenntlich gemacht, wo es ausgeschrieben ist, um einfach den Text ein bisschen erfassbarer, lesbarer, komfortabler zu machen. Also du hast das, was im Original weggelassen wurde, ausgeschrieben und dann kenntlich gemacht. Richtig. Ah, okay. Also da wir ja so ungefähr 5000 historische Fechte in Deutschland haben, plus vielleicht nochmal 2.000 bis 3.000 in Österreich und der Schweiz, gibt's offensichtlich Leute, die noch nicht ausreichend ausgestattet sind mit Quellen? Da bin ich ganz bei dir, ja, doch in der Tat. Ja, mach doch mal, das war der Werbeblock jetzt, ne? Normalerweise sind die Podcast-Folgen eine Dauerwerbesendung für die Fechtschule in Dresden Ende des Jahres. Ja, stimmt. Das habe ich ja heute noch gar nicht gemacht. Ne? Wir sind übrigens immer noch dabei, an dem Termin festzuhalten. Letztes Septemberwochenende 2020 Dresdner Fechtschule. Gleichzeitig DDHF Cup, 54 Plätze im Open Longsword und 18 für die Frauen. Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass alle voll werden. So, wäre ich jetzt schlau gewesen, hätte ich auch so eine kleine Rede für meine Bücher vorbereitet. Aber nein, ich war nicht schlau. Ich habe mich hier einfach ködern lassen und mich befragen lassen, habe nichts vorbereitet. Ganz toll. Ist das denn das, was dir am meisten helfen würde, einfach die Bücher zu kaufen? Oder kann man dich sonst noch irgendwie unterstützen, wenn man sagt, ich find's gut, was der Dirk macht? Neuer Harnisch wäre eine Idee. Falls wir einen reichen Gönner unter uns dann hören haben. Ja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, also wie ich schon vorhin sagte, mit Bücherverkaufen wird keiner reich, ne? Also das nicht. Aber ich meine, wenn die sich verkaufen, dann hat man natürlich eine ganz andere Argumentationshilfe, wenn man dem Verleger gegenübertritt, ne? Also wenn man dann sagen kann, hier, ey Thorsten, jetzt hier das neue Buch, das ist doch hier total geil gelaufen, oder? Wollen wir nicht noch eins machen? Dann wird er sich weniger sträuben, als wenn er dann sagen muss, ach, ja, weißt du, die 100 Exemplare, die haben ja noch nicht mal die Druckkosten reingespielt. Das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ne? Also ja, also von daher, gut, ich meine, das weiß auch jeder, das wissen auch die Verleger, dass damit jetzt nicht irgendwie der neue Privatjet da finanziert werden kann. Aber naja, je mehr Bücher gekauft werden, umso mehr können gemacht werden. Das heißt, sowas wie Richtung Patreon oder so, wo ja auch dein Kollege Roland Watzecker ziemlich erfolgreich ist, hast du nicht überlegt? Ja, überlegt schon, aber
Roland ist Freiberufler und hat möglicherweise mehr Zeit, sich darum zu kümmern, als ich mit einem 8-Stunden-Job noch nebenher. Und in der in den Abendstunden, da mache ich Bücher. Na, also das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen blöd, weil ich habe einfach, also entweder ich mache die Bücher oder ich vermarkte sie und dann mache ich lieber die Bücher. Also von daher, ich habe ja einen Verlag, das oder zwei mittlerweile ja sogar. Das ist ja eine super komfortable Angelegenheit. Ne? Also ich meine, das haben ja die wenigsten von uns, vermute ich mal. Und von daher, wenn ich jetzt noch anfange, Propaganda in eigener Sache zu machen, um Gottes Willen, dann komme ich gar nicht mehr zum Schlafen. Nee, also von daher bleibt euch ein Patreon-Kanal von mir schon mal erspart. Okay. Aber das wäre auch noch so eine Frage gewesen, die du jetzt quasi schon mit beantwortet hast. Woher nimmst du eigentlich die Zeit für die ganzen Sachen? Also es sind ja nicht nur, wie gesagt, die Veröffentlichung, sondern... Ich sehe kein Fern. Sehr schön, sehr schön. Aber es ist dann im Prinzip, nach deinem 8-Stunden-Job setzt du dich hin und beschäftigst dich mit dieser Geschichte. In der Regel ja, in der Regel ja. Also ich meine, manchmal kann man auch natürlich nicht mehr. Ne? Aber ich weiß noch, als ich hier das Jude-Lew-Buch mit rausgegeben habe... Das war ja auch cool, weil da ja noch drei Leute aus meinem Verein mit dabei waren. Ne? Falco, Thomas und Annika haben da ja fleißig mitgeholfen. Das war, fand ich großartig, da so eine Vereinsanstrengung zu machen. Da weiß ich noch, dass ich ziemlich genau ein Jahr lang wirklich jeden Tag dran gesessen habe und sei es auch nur ein bisschen, bis auf Heiligabend und Silvester. Aber wirklich jeden Tag. Und danach habe ich auch erstmal ein halbes Jahr lang gar nichts mehr gemacht. Danach wollte ich von diesen Mistbüchern keins mehr sehen. Auf jeden Fall ziemlich viel Einsatz, den du da zeigst. Und das ja auch schon über Jahre hinweg. Ich meine. Ja, Kindheitstraum, ne? Und ja. Das macht ja sonst keiner. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Hier, ein Aufruf. Mach doch mal Bücher. Ich muss doch nicht jeden Scheiß machen. Ich würde auch mal losgehen und mich bespaßen lassen, mal losgehen. Wenngleich, es gibt ja ein paar Leute, die dann durchaus hier und da mal eine schicke Edition rausgeben. Ne? Also das finde ich auch immer cool. Aber also du würdest ja auch gerne mal im Handel ein Fechtbuch kaufen, so wie du es veröffentlichtst. Da hätte ich relativ wenig Sorgen, ja, wäre ganz schön. Ja, das unterstütze ich Alex' Aufruf. Ne? Sorgt dafür, dass Dirk sich zu Weihnachten auch ein Fechtbuch kaufen kann. Also nicht von seinen eigenen. Genau, aber bitte schön anständig machen auch dann, ne? Was heißt anständig? Anständig heißt, dass es auch, dass man es auch angucken mag. Also okay, ich meine, es gibt viele. Nein, das. Wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht gehässig, allzu klugscheißerisch und besserwisserisch rüberkommt? Es gibt manchmal Bücher im Selbstverlag, die, ich möchte mal sagen, ein etwas alerteres designerisches Auge hätten vertragen können. So vielleicht. Okay. Ich denke, die Message ist angekommen. Okay, jetzt sind wir schon gut über eine Stunde drüber. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erst warm geredet. Deshalb wollen wir dir auch noch die Gelegenheit geben, dieser Episode heute noch eine persönliche Note zu geben. Möchtest du noch etwas erzählen, was die HEMA-Community unbedingt wissen muss? Etwas mit auf den Weg geben oder eine nette Anekdote, was auch immer? Um Gottes Willen, so ich als Norddeutscher, meine sofortige Resonanz oder Antwort darauf wäre jetzt eigentlich nö. Das ist ja schon wieder viel zu geschwätzig, wenngleich ich merke auch gerade, ich neige ja zu Geschwätzigkeit, aber nee, ich glaube, ich habe auch eben gerade gelogen, dass ich mich warm geredet habe. Ich glaube, ich habe ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin fertig für heute. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo auf einem Event und dann trinken wir ein Bierchen zusammen und dann erzähle ich euch die ganzen Anekdoten, die mir jetzt sowieso nicht mehr einfallen. Ah, super. Also ich schlage die Dresdner Fechtschule vor, letztes Septemberwochenende. Ich hab davon gehört, da soll irgendwie so eine ganz heiße Nummer laufen in Dresden irgendwann, ne? Da können wir auch in die Slup gehen und das Ringeck-Manual ausgraben. Wenn die Slop dann wieder geöffnet hat. Ich habe da neulich erst eine Nachricht bekommen, dass sie immer noch geschlossen hat. Ja, ich habe ja einen Mitgliedsausweis. Bis Ende September kriegen wir das hin. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung heute. Es war ja, sehr, sehr kurzweilig. Die Stunde ist viel zu schnell vergangen. Es war wie bei euch im Wohnzimmer. Und dann verabschiede ich mich heute aus Folge 17. Wir hatten heute das Thema vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher featuring Dirk, the Sorcerer Hagedorn. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Alexander. Sehr, sehr gerne und dann bis bald. Tschüss. Ciao.
In Folge 18 werfen wir einen kleinen Blick zurück auf HEMA bei den Europaspielen 2019. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post@schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.